Handaiwe und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und hier haben wir unsere liebe Terra, die immer noch ganz traurig schaut, weil wir ihren Geburtstag vergessen haben. Wir sind zurück vom Urlaub zurück nach Hause. Wir haben Montagmorgens mitten in der Nacht sind sie quasi zurückgekommen. Und dann gucken wir doch mal. Ich weiß jetzt gar nicht. Du musst noch 8 Stunden, hast du noch? Okay, wartet mal ganz kurz. Ich werde denen jetzt erstmal mal verteilen, was sie denn zu tun haben. Unser lieber Theo, der darf mal hier trainieren. Sophia, warte mal, Sophia, ja, ein bisschen Hunger hättest du vielleicht. Okay, warte. So, Sophia, die darf sich hier, die habe ich noch hier hingestellt, die Tofu-Burger. Irgendjemand hatte die im Inventar gehabt. Du nimmst die Tofu-Burger und dann würde ich sagen, danach gehst du mal Berichte ausfüllen. Das heißt, einmal Web und Berichte ausfüllen. Unsere liebe Trixie, die hat das hier ist abgeschlossen. Jo, eigentlich würde ich dann mal fast sagen, gehst du vielleicht mal kurz ein Schaumbad nehmen und gehst dann nochmal erstmal schlafen. Oh. Okay, gehst erstmal dein Bett beanspruchen. Wir hatten das, die Betten ja eben auf Urlaub ja quasi beansprucht. Deswegen. Unser lieber Timo, der muss noch was essen. Also gebe ich ihm auch nochmal was zu essen. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, Hausaufgaben hattest du abgeschlossen. Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Okay, da müssen wir nochmal dann gucken. Danach würde ich dann einfach sagen, dass du mal in die Sterne guckst. Und unsere Jüngste, die Tammy, mal gucken, der geht es soweit ganz gut. Ja, ich weiß, aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr so gut schaffen. Aber ich würde jetzt mal fast sagen, du gehst einfach mal nach oben, beanspruchst einfach mal fix dein Bett und dann gehst du mal zu deinem Hasen, mit dem du spielst und mit dem du dann redest. Nach der Vergangenheit fragen, nach Eierbesessenheit fragen, ihn aufmuntern und ihm eine Geschichte erzählen. So, und das soweit gehe ich dann zu Terra. Und Terra und ich haben ein Date. Wir gehen, wo gehen wir denn hin? Am besten hier hin. Und wir ändern mal das Aussehen. Sich selbst Zuspruch geben. Na ja, gut. Wir ändern erstmal ihr Aussehen. Oh, Timo hätte auch eigentlich hier was essen können, ne? Mist. Na egal, Timo. Nimm was aus dem Kühlschrank. Und hier ist auch mal was kaputt hier. So, alle gehen sie zu ihrer Arbeit. Oder zu dem, was zu ihrer Aufgabe, so vielleicht sage ich mal. Und genau, Terra und ich, wir gehen mal was, ja, sie ein bisschen verändern, ihr Outfit verändern. Das wollte ich jetzt dann doch mal, da ich jetzt schon ihren Geburtstag vergessen habe, wollte ich das mit ihr machen. Und ich finde, das hier steht ihr überhaupt nicht. Und auch, ja, dieser Dutt hier hinten, das finde ich auch, das steht ihr doch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie, ja, theoretisch würdet ihr ihr besser stehen. Aber naja. Ich glaube auch, sie ist wirklich eher für eine Langhaar. Das hier würde sehr gut was fürs Sportliche zum Beispiel sein. Sowas in der Art würde ich für sie sogar auch mir vorstellen können. Nee, nicht so was Kurzes. Theoretisch, das könnte ihr sogar auch stehen. Das ist ein bisschen verträumter. Das hat die ihre, wie hieß sie, Tamara, Tante. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Das wäre mal wirklich ganz glatt. Das hatte ich, glaube ich, noch bei keinem hier. Vielleicht wäre das auch mal deswegen angebracht. Oh, das, nee, würde ich sogar sagen, nö. Die wären so halblang gerade gewesen. Das hatte ja Toni gehabt. Das finde ich halt auch immer noch goldig. Total süß. Oder das hier auch. Oder auch ein bisschen Farbe mit rein. Was meinst du, Tara? Nein, du bist die Einzige mit roten Haaren. Ich glaube, die sollten wir auch zeigen.
Gott, das ist dieses, seitdem der Clown da ist. Meine Güte, pfui. Das sieht ja furchtbar aus. Dann würde ich eh noch die Glatze nehmen. Nein. Das nehmen wir bei dir auch nicht. Ich glaube, wir bleiben wirklich bei. Also, oh, der schaut eigentlich auch nicht schlecht aus bei ihr. Ja. Ja. Wir haben wirklich momentan sehr viel und ich muss echt gucken, was. Das steht dir im Grunde auch. Aber das steht dir eigentlich auch, finde ich. Das hatte mal die Lena. Das war eine Uhr. Keine Ahnung, wie viel Uhr. So. Ah, der hier schaut doch auch irgendwie goldig aus. Aha. Gott, ich hab, glaube ich, auch schon lange nicht mehr so groß reingeguckt, was es denn alles gibt, muss ich sagen. Ich nehme immer die gleichen. Der gefällt mir jetzt bei dir nicht. Das ist so ein kurzer, das ist ein längerer Zopf. Das ist so ein Merida irgendwie. Disney, ja, genau. Der hier finde ich auch nicht schlecht. Aber irgendwie. Oh Gott, ich kann mich ja schon bei der Frisur nicht entscheiden. Ich war auch mal schneller. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich finde wirklich, dass manchen steht einfach was Kurzes und manchen doch einfach echt was Längeres. Das mit dem Pony, naja, gut. Oh Gott. Also manches, was so nach oben gesteckt ist, das steht hier, finde ich, jetzt nicht ganz so gut. Und anderes, das würde wiederum eigentlich ganz gut gehen. Ich würde auch bei ihr auf jeden Fall die roten Haare behalten wollen, weil sie halt einfach die einzigste ist mit den roten Haaren. Ne? Also, was ist denn eigentlich hier der Unterschied? So ein bisschen anders. Ja, hier oben. Oh, das sieht man ja überhaupt keine roten Haare mehr. Nee. Okay, wo habe ich denn groß Ja gesagt? Irgendwo da oben. Also ich meine, das fand ich ganz, ganz süß irgendwie bei ihr. Oder auch sowas in die Richtung. Der hier fand ich eigentlich auch ganz goldig. Oder das dann. Dass wir so ein bisschen nach oben gehen. Also das ist halt aufgedutet worden. Also ist ja auch so eine Art Dute. Ach Mann, ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Oder ich nehme das hier. Ich nehme jetzt das. So. Ich nehme jetzt erstmal das hier. Dein Make-up, das werden wir dann später auch nochmal angucken. Ich gucke aber jetzt erstmal, ja, ganz nach meinem Gutdünken. Also das geht gar nicht. Was habe ich bei dir für eine Farbe? Da hatte ich ziemlich irgendwie weiß und beige, so dein Zimmer zumindest. Mal gucken. Oh, gelb und rosa und blau würde theoretisch auch passen. Aber ich nehme mal das hier. So. Was haben wir denn noch hier drin? Irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube auch, dass sie eigentlich mal noch ein bisschen abnehmen muss, ne? Ich glaube, blau wäre dann jetzt hier das Beste. So, drittes. Nee, das. Ach, wobei bei ihr vielleicht. Oh. Was meinst du? Willst du es haben? Wenn ja, in welcher Farbe? Blau? In diesem. Nee, um Gottes Willen. Ja, grün. Also grün und rote Haare sind ja theoretisch möglich. Komm, wir nehmen die jetzt. Und dann will ich noch eines selbst irgendwie kombinieren. Irgendwas. Weiß ich noch nicht was, aber. Irgendwas, sowas in die Richtung. Guck mal, was für Farben haben wir denn da? Genau. Und dann gucken wir noch mal eine Hose oder eine kurze Hose, einen Rock. Bitte dann einen Rock. Ich muss mal kurz diese Socken ausziehen. Die sind so furchtbar. So, was habe ich denn da? Oh, du musst wirklich auch abnehmen. Du bist eine Aktive und ich habe dich nie irgendwas machen lassen, ey. Da bin ich jetzt dran schuld, echt. Oh. Oh, warte mal, was haben wir denn da für ein schickes Teil? Oh, guck mal. Dann nehmen wir das hier.
Und dann gebe ich dir aber auch noch mal schöne, hübsche Schüchchen dazu. Oh, was, nee. Passen die dazu? Naja, ich weiß nicht. Hier, sowas. Und dann gucke ich aber doch mal. Ja. Da kommt meine Nala. Und guck noch mal, ob wir irgendwas. Keine Ahnung. Nee, das passt natürlich nicht. Da haben wir eine weiße. Na? Oder zeigen wir Beine? Nee, komm, ich gebe dir das mal. Das sieht zwar, es sieht irgendwie interessant aus. Okay, was hast du denn noch so? Oh Mann, das gefällt mir auch nicht wirklich, muss ich gestehen. Okay, was haben wir denn? Naja, ich weiß auch nicht. Das ist jetzt auch nicht so dein Stil. Ah, oder schwarz-weiß. So, das nehmen wir mal. Da hier, rot. Nee. Lila oder schwarz. Dann nehmen wir schwarz. So, nächstes. Das hier auch nochmal. Grün würde dir auch stehen. Genau, dann nehmen wir das Grüne. Und hier könnten wir auch grün, blau. Blau wäre mal was anderes. Das finde ich irgendwie auch goldig. So, und dann mache ich noch wieder eins selber. Ich müsste DSD nur immer mal öfters dann noch anziehen, ne? So ein Teil oben dran. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht so wirklich. Ist sie eine, die gerne sexy sich anzieht? Oder eben nicht? Das kommt halt einfach drauf an. Ich hätte jetzt gerne, warte mal, ich hätte gerne, Moment. Jeans, nee, was? Nee, nicht Abendkleidung, Jeans, sondern nochmal die Jeans, diese mit den, genau, die hier. Okay, dann würde vielleicht eine andere Farbe dann besser passen. Vielleicht doch nochmal eine andere Farbe, schwarz. Oh ja, das da. Und dann gucke ich nochmal die Schuhe an und gucke mal, dass wir die, oder neutral auch nochmal. So, sehr schön. Aber hier auch nochmal Accessoires. So, Moment. Genau. Und einen Ring vielleicht. Das könnte man auch noch machen. So. Okay. Sportkleidung. Oh mein Gott. Was hast du denn an? Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Was ist denn das für ein Teil hier? Das könntest du dann noch andere. Eine andere. Oh Gott. Das passt auch nicht dazu. Komm, was Weißes. Was irgendwie, ja, okay. Dann lasse ich das mal. Wir werden mit dir noch echt trainieren müssen. Und nehme ich das sofort und gleich. Okay, das ziehst du mal an. Und genau, das ziehst du auch an. So, und jetzt mache ich dir selbst noch mal eins. Ich gebe dir mal ein tolles Top. So, ein tolles Top. Und ich meine, das Teil, das mag ich ja eigentlich schon. Mal gucken, ich glaube, sonst war nicht wirklich was dabei, oder? Das ist immer so ein bisschen. Ja, wobei, das könnte dir sogar stehen. Und dann gucke ich nochmal die ganz normale Schuhe. Danke. So. Nächstes. Nachtwäsche. Was haben wir denn da? Oh mein Gott. Nee, da gebe ich dir auch irgendwas anderes. Komm. Ja gut, komm, dann nimmst du. Upsala. Das wollte ich gar nicht wieder. Nimmst du das und was haben wir denn noch? Dann nehmen wir das, aber die Socken ziehe ich dir nochmal aus, weil die mag ich jetzt gerade gar nicht. Und dann würde ich sagen, gebe ich dir nochmal eins und zwar so ein bisschen was Braunes und ach genau, meine. Meine Lieblingsunterhose, die kriegst du mal in weiß. Genau, so. Dann Ausgeklamotten. Ja, okay, das können wir machen. Nächstes, was haben wir denn noch? Oh, das Teil, das gebe ich doch auch so vielen, glaube ich. Wie sieht das aus? Ich finde, die Hose ist so schrecklich. Das geht gar nicht. Sorry. Wie ist das? Ich weiß auch nicht. Aber ohne Hut vielleicht. Okay, warte mal.
Dann kriegst du doch noch das erste. Dorna. In grün. Ja, okay. Dann gebe ich dir aber selbst auch noch mal was. Und dann gucke ich mal, was haben wir denn noch? Ach, Gott, ach Gott. Jetzt. Ja, also mit Terra hatte ich ja, als Kind habe ich ihr ja nicht so viel gegeben. Und, also hatte ich ihr auch was gegeben, aber das habe ich, ja, ganz alleine gemacht gehabt. Guck mal, die Kombi irgendwie sieht ja goldig aus, finde ich. So. Und deswegen wollte ich jetzt dann doch, oh mein Gott. Das einfach wirklich mal zeigen. Also, euch das mit euch machen hier jetzt gerade so. Was haben wir denn? Finde, könntest du mal eine andere Farbe, vielleicht grün, eine andere Farbe. Ja. Nee. Mhm, das gebe ich dir noch und dann nimmst du noch mal vielleicht, oder warte mal, wir könnten doch auch was ganz anderes machen, nämlich ein, auch sowas als, oder? Zum Schwimmen und dann Unterhose, also, oder das hier, das Teil. Genau, so. Ja, cool. So, jetzt gehe ich nochmal zum ersten zurück und natürlich dann auch noch ein bisschen Accessoires, nee, Make-up. Wobei, hier bist du schon ganz gut gemake-upt. Also die Augen noch ein bisschen Farbe. Du hast braune Augen. Okay, dann würde ich auch wirklich da so sagen, ins Braun gehend. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. So, Nummer 2. Da hast du so ein bisschen, ja, Eyeliner. Den würde ich nur unten nach unten auch nochmal nehmen. Upsa, wollte ich jetzt wieder nicht. Was mir hier noch fehlt, ist eine Kette. Ja. Und ich glaube, den Lippenstift, den oder? Sollte sie nochmal ein bisschen verstärken. Warte mal. Rot. Oder der hier. Oh, der sieht hübsch aus. Das nehme. So, nächstes. Ich würde gerne die Brille entfernen. Oh, jetzt habe ich natürlich auch noch die Ohrringe entfernt. Das waren die hier. Weiß ich gar nicht. Ich nehme jetzt einfach die. Und eine Kette würde ich auch noch mal gerne nehmen. Nehmen die. Ja. Make-up. So, dann einmal Eyeliner. Den starken. Die Augen. Würde ich jetzt mal auch wieder... Aha. Und dann die Lippen. Gucken wir mal. Was Sanfteres. Und das hier war, glaube ich, ein bisschen kräftiger. Hm. Jetzt würde ich gerne so eins haben, was am Gürtel ist. Das wäre orange. Ihre Lippen passen sehr gut eigentlich zu sowas. So, dann habe ich hier noch... Und das ist ein bisschen, ja, na, das lasse ich dann auch so, glaube ich. Und dann das hier noch. Da würde ich gerne wiederum kräftige Farben. Und die Augen noch. Warte. Was haben wir denn da? Ist da schon was dran? Weil das hier ist anscheinend da dran. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich ganz gerne die obige nehme. So. Abendkleidung. Da fehlen mir noch ein bisschen eine schönere Lippenfarbe. Ich weiß nicht, das Blau... Naja, gut, okay. Lasse ich einfach hier. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt... egal, lasse ich auch. Da würde ich jetzt, glaube ich, mal die Lippen... doch auch ein bisschen verstärken bei dir. Danke. So, Nummer 3. Da würde ich jetzt wiederum gucken. Warte mal, Eyeliner? Nee. Augen. Da würde ich was Grünes gerne haben wollen. So. Ja. So, und dann Lippen. Gut, was Grün. Grün und Rot. Oh, ja, warte mal. Das hier. Ja. Und hier... Oh, gibt es dann Lippen auch was in Richtung Blau? Warte mal. Lila, natürlich ist nicht blau, ne? Oh, oder sowas. Genau, und hier passt doch sehr, sehr gut wiederum irgendein sowas in der Art. Oh ja. Und Ohrringe.
So. Sehr schön, das hatten wir schon. Da können wir auch noch mal kurz Ohrringe vielleicht. Dann nehme ich mal ausnahmsweise mal solche vielleicht. Haha, aber in weiß. Okay, dann Sport brauchen wir nichts weiter. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, du hattest irgendwo. Genau, die Cappy. Die, ups, shit. Das wollte ich jetzt nicht. Nicht das hier, sondern wo ist denn die Kappe? Wo habe ich denn die Kappe? Hä? Ah, hier. So. Okay. Accessoires brauchen wir natürlich nicht. Make-up ist jetzt vielleicht auch zu too much. Ne? Muss jetzt auch nicht sein. Hier haben wir noch eine Brille. Die setze ich dir ab. Die brauchen wir beim Sport jetzt auch nicht. Nachtwäsche, glaube ich, war auch alles soweit okay. Und dann Ausgekleidung. Hier können wir noch ein bisschen braun und hier noch mal was Schwarzes und Lippenfarbe. So, du nimmst eigentlich gerne die hier, komm. Nummer 3. Oh, da ist dann Lippenfarbe. Machen wir mal sowas in die Richtung. Und die Augen vielleicht wieder grün. Sowas? Sehr schön, oder? So. So, hier würde ich die Kappe auch wieder absetzen. Ich weiß auch nicht, gefällt mir einfach nicht. Ja, das wäre doch einfach mal hier was anderes. So, dann hier. Und die Lippen, du hast irgendwas, hast du schon dran an den Lippen. So, das ist doch auch mal nicht schlecht. Hier stehen echt die Lippenstifte, die ich sonst nicht mag. Hier, den Hut möchte ich dir aber auch gerne hier wieder nehmen. Das ist aber dann doch too much irgendwo. Es passt vor allen Dingen jetzt nicht zu dem Kleid. Okay, dann nehmen wir was Rotes. Rot, richtig schön rot. Und Eyeliner. Und die Augen. Können wir jetzt was... Ja, nee. In Richtung lila nehmen, weil das hier lila ist, oder? Das passt doch irgendwo. Hab ich nochmal weiter unten was? Warte mal. Lila. Ja, dann nehme ich doch mal das da. So, und dann zum Schwimmen. Gut, da kannst du mal die Sonnenbrille aufhaben. Wobei bei allen dreien ist auch irgendwie doof, ne? So. Dann würde ich sagen, nur bei dem einen Outfit und die anderen lässt du das mal. Gut, ich denke, das war es dann auch von oder für Terra. Und ja... Also ich bleibe jetzt dann doch mal ganz kurz. Ich weiß, dass ja, Outfit geben, das kostet halt auch immer so ein bisschen Zeit. Aber ich möchte einfach den, ja, ich möchte die einfach auch umstylen. Also ich möchte ihnen die verschiedenen Styles auch einfach geben. Auch wenn es dadurch ein bisschen länger dauert quasi, wenn ich ihnen immer nur das geben würde, was so jetzt vorgegeben wird. Ja, fände ich halt einfach nicht so schön, muss ich halt einfach so sagen. So, sie ist immer noch traurig, 37 Minuten, okay, nicht mehr so lange. Und weißt du was? Insgesamt 8 Stunden trainieren in einem Fitnesscenter trainieren, okay. Ich würde nämlich sagen, hier traurig herumschwimmen, meinetwegen. Das kannst du mal direkt hier draußen angehen. Außerdem Hausaufgaben müsste sie eigentlich machen, aber egal. So sieht sie doch auch ganz hübsch aus. Ich habe ihr jetzt nur diese eine Frisur gegeben. Ne? Oh, egal. Ach so, und ihr Zimmer, das müssen wir doch auch noch umstylen. Oh, shit. Okay, dann machen wir das auch ganz fix mal, dass wir ihr dieses, ja, was ganz Neues auch geben. Ich möchte jetzt gar nicht so groß, mächtig. Mal gucken. So, ich brauche ein Bett. Ein Bett. Ein hübsches, ein gutes Bett. Ein gutes Bett. Das würde mir eigentlich ganz gut gefallen. 5, 5, 5. Das hat halt das... Ja. Okay, komm. Ich gönne dir das Beste unserer besten Betten. Und in Farbe weiß. Oder? Warte mal, ich gucke doch nur mal ganz kurz, ob mir noch eine andere Farbe für sie ganz gut gefällt. Ich möchte nicht rosa. Das möchte ich mal diesmal nicht. Ah, okay. Nee, das, ja, das lasse ich.
So, dann kriegst du auch noch einmal Oberfläche, Schmucktisch. Mir gefallen immer diese hier. Ich möchte aber mal wirklich was anderes haben. Oh, wie wär's mit dem hier? Sowas. Und du kriegst die gleiche Lampe, die lassen wir. Das Teil, das ist okay, das lasse ich dir auch. Das hier nehme ich dir nur ab. So, verkaufen. Und ich würde dir jetzt auch den Bären wieder verkaufen. Und auch dieses Benny Bones. Und ich würde dir eine Kommode geben. Warte mal, das müsste Lagerung sein, oder? Ja. Kommoden. Jetzt, die da. Ist der passend dazu? Jetzt muss ich nochmal gucken, welche Farbe ist denn das jetzt? Die da? Ja, ich glaube. So. Und das würde ich trotzdem hier draufstellen wollen. Und auch das, glaube ich. So, dann aber das verkaufe ich dir noch. Und eine neue Tapete kriegst du noch. So. Eine Tapete für dich. Tja, was nehme ich denn da für dich? Du hattest immer ganz gern die Sternchen gehabt. Ach, mit was Weißem drunter eigentlich? Okay, Weiß und Braun oben drüber. Ja, komm, das ist doch mal was für dich. Und das lasse ich trotzdem auch. Das glaube ich, das gefällt ihr. So, jetzt mache ich nochmal zu, weil ich nicht weiß, was ich eigentlich noch so hier drin habe. Ach, das können wir alles belassen. Und das auch. Und das auch. Ja, das ist in Ordnung. Der Rest ist super. So, Terra. Auch dein Bett ist jetzt fertig. Das kannst du übrigens beanspruchen. Und ich gucke jetzt nochmal ganz fix nach allen anderen. Hey! Waren da nicht immer zwei gestanden? Oder? Hä? Da waren doch immer zwei nebeneinander. Bin ich bescheuert? Wartet mal. Ah, warum ist der jetzt hier nach... Warum ist der weg gewesen? Checke ich nicht, ja. Keine Ahnung. So, jetzt kannst du wieder weiterrennen. Ja, renne weiter. So. Okay, Sophia ist noch hier. Die wird jetzt gleich hoffentlich noch Berichte ausfüllen gehen. Unser lieber Timo, den habe ich ja noch gesagt, dass er inspiriert sein soll. Und das hier kann ja dann weggehen. Tammy, die ist da ganz da oben spielen. Okay. Ach, weißt du was, Tammy? Du könntest mir mal ein bisschen helfen, hier die Spülmaschine einräumen. Das wäre ganz supi lieb von dir. Und eigentlich, ach komm, guck mal, du könntest auch ein paar Runden schwimmen gehen, damit du dann nicht so alleine bist. Und Trixie, wo bist du? Was hast denn du jetzt angezogen? Habe ich dir das auch gegeben, das Teil? Okay, sie ist zumindest schon mal müde und sie geht schon mal ins Bett. Und Timo ist jetzt echt inspiriert. Das ist cool, weil er muss noch Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Wobei, dass er sein zweites Bestreben wäre, ne? Also es ist nicht unbedingt ja, äußerst notwendig, dass er das machen muss, aber ich lasse ihn einfach mal auch jetzt hier nach oben. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saginata. Ciao, ciao.